Tieren. Oh. Alter. So, dann hätten wir das. Ich habe nur gerade gegen 12:13 Skelette gekämpft, keine Ahnung. Ja, jeder wie er kann, ne? Man muss den Sandwürmern, glaube ich, nur zu nahe kommen, dann greifen die schon an, kann das sein? Manche ja, und zwar sind das die, die getarnt im Sand sind. Also es gibt Ja, wirklich genau. diese Würmer, die sehen eigentlich aus wie zwei Sandblöcke. Aber wenn du dann zu nahe kommst, Ja, ja. die meinte ich. So, hier war ich noch nicht. Hier höre ich doch was. Lass mich in Wow, wo Ruhe, kommt die Freund. Spinne her? Ich komme eine Spinne von oben runtergesprungen. Ah, Alter! Rosa hat echt Spaß hier. Kommt die einfach von oben runtergesprungen? Ich habe Spaß hier, ja. Alles ist gut. So, Eisen. Und Dias, perfekt. Wow! So, einer? Ein. Okay, kann doch sein. Ja, pieksen. Habt ihr gesehen? Der hat mich voll gepiekst. Ich kill jetzt einfach Sandwürmer hier, die hier rumliegen. Ich brauche noch ein paar Dias. Wo verstecken sie sich? Die sind mir schon zu tief, ne? Und das ohne wirklich Rüstung. Schwierig, schwierig. Wie viel haben wir jetzt? 18. Ja, zumindest können wir uns schon mal zwei große Schwerter machen. Das ist schon mal ein. Nein! Ah! Rosamunds Angstschrei. Oh, hier fliegen Feuerkugeln, verdammt! Und der ist auch noch unsichtbar. Der ja. Mistkerl. Ist das ein Creeper zufällig? Ne, ist ein Zombie nur. Okay. So, ich komme jetzt auf alle Fälle mal zurück zum Dorf. Willst du dir dein großes Schwert selbst craften, damit du mal weißt, wie das geht? Was? Großes Schwert craften? Du selbst? Oder soll ich das craften? Ich crafte das, warte, ich komme. Ich muss erstmal noch aus der Höhle hier irgendwie raus. Alter. Tageslicht. Denn wir könnten, also wenn wir dann volle Rüstung haben, könnten wir wirklich mal versuchen, hier gleich in den ersten Dungeon zu gehen, der direkt bei uns oder beim Dorf ist. Lala, meinst du diesen Sandturm? Ja, irgendwo so einen normalen Turm, ne? Also so einen richtigen Turm. Das Problem ist nur, wir müssen. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffe ich jetzt. So, das hier rein. 8, 16, 24. Na, so. Ah, du hast schon mehr Öfen gemacht. Das ist ja eine feine Sache. Ja. Ich habe gesagt, ich bin der Kochmeister. So, und dann brauche ich. Moment, ich brauche hier, das brauche ich, habe ich gesagt. Ach toll, ich kann hier gar nichts einmal, weil ich natürlich wieder Was ist kein hier? Ding hier frei habe. Aber was nicht? Das wollte ich haben, genau. Perfekt. So, jetzt habe ich doch irgendwo, habe ich doch hier. Wo ist denn der Villager? So viele Items. Hier sind echt viele Villagers, oder? Dich habe ich gesucht, so. Wie kann ich jetzt mit den Villager handeln? Wie im normalen MC auch, denke ich. Iron. Ne, ich brauche ein Dia Big Sword. Ah ja, okay.
Wir haben die Blume noch. So. Was ist denn das? Hallo. Hallo. Ich habe mir erlaubt, mir einen anderen Chestplate anzuziehen, ne? Das ist Longsword? Guck mich an. Moment. Naja, nicht schlecht, ne? Das ist eine Meteor, oder müsste das sein? Ich hab keine Ahnung, das hat der Zombie-Boss gedroppt. Da. Mhm. Kregnorite Chestplate. Protection 2, Fire Aura 1. Was auch immer Fire Aura ist. Aber sieht geil aus, oder? Ja. Yeah. Ach, sowas gibt's hier viel. Wo ich nehme das Eisen raus, ich brauche eine Hose. Rezept. Ach, hier. Wo ist das Rezept geblieben? Du kannst aber nicht auf ein Crafting-Table zugreifen, währenddessen ich drin bin, oder? Wieso? Weiß ich nicht, dass du mir zuschauen kannst, meine ich. Nee, das geht leider nicht. Aber wie war das denn? Jetzt krieg ich keine Hose mehr gecraftet, hallo? Moment, ich bin zu blöd, normale Hose zu craften. So, die normale Hose geht natürlich so. Genau. Brauchst du auch eine Hose noch? Ja, ich brauche noch alles. Da ist eine Iron Legend. Liegt da in der Ecke. So. Für Schuhe brauche ich noch einen. Wie viel Eis haben wir noch? Nicht mehr genug, ne? Weiß nicht, ich habe zumindest einiges reingeschmissen. Ja, ja. Mr. Farmboy warst du ja hier. So, dann mache ich nochmal eben Schuhe für uns beide. Erstmal hier alles reinschmeißen, was ich nicht brauche. Willst du auch Stiefel haben? Stiefeletten? Wäre nett. Hier. Aber die Chestplate gefällt mir echt. Das sieht schon irgendwie cool aus. Ja, da gibt es noch hübschere. Guck dir meinen Bogen an, der ist auch hübsch, oder? Ja. Also ich bin doch schon hübsch, guck mal, wie ich aussehe. Ja. Ist doch geil. So, du kriegst jetzt erstmal, pass mal auf, wie viel brauchst du da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diamanten, ne? Oh, ja, gib mal her. Zack. Okay, und wie muss ich das craften? So, du gehst jetzt an den Crafting Table. Ja. Ganz links unten kommt ein Stick rein. Hast du da einen oder schmeiß ich dir einen zu? Ich habe einen. Okay, hab's schon. Diamond Giant Sword. Okay. Ja, 6 Diamanten. Kann man nicht auf so viele verschiedene anordnen. Genau. Mit Rechtsklick kannst du blocken und dann kriegst du eine Blockenanzeige. Ah ja, wenn die leer ist, dann blockt er nicht mehr, oder was? Genau. Und dieses Schwert verbraucht ein bisschen viel Hungerleiste. Wenn man es trägt oder wenn man es benutzt? Wenn man es benutzt. Okay. Wie viel Schaden macht das? Ich glaube irgendwas zwischen 8 und 14 oder so. Okay, brauchen wir eigentlich nur noch einen Helm, dann können wir da in den Tower reingehen. Ich gehe erstmal ins Bett. Ja, ey, was sagst du denn? Dann sehe ich gar nicht mehr, wie es mein Bett ist. Meine Rüstung gefällt mir schon. Hat sich gelohnt, gegen den explodierenden Zombie zu kämpfen. Ja. Yep. Und der Bogen ist auch nicht schlecht. Crystal Power Bow. So, wir haben noch 7. Damit kriegen wir leider nur einen Helm hin. Tut mir leid, du kriegst keinen. Ja, das macht nichts. Ich krieg das auch so hin. Wir hatten doch hier irgendwo ganz viele Kartoffeln. Die sollte ich mal kochen. Ich habe schon alle möglichen gekocht, alle. Muss mal gucken, irgendein Ofen sind die wahrscheinlich noch drin. Ah, Baked Potatoes. 7 Stück. Und dann nehme ich mir noch ein paar Karotten mit. Und hier wären auch noch 13 Eisen drin, ne? Dann mach ich mir mal. Achso, ja, da macht ihr doch noch einen Helm, genau. Und was wir eigentlich noch ganz dringend bräuchten, wäre ein Enchantment Table. Ja, mit seinem Bau? Ja, das. Wir haben sogar das, aber wir haben. Haben wir schon Leder? Glaub nicht. Nein. Ja? Nein, nein, nein. Okay, dann brauchen wir noch eine Kuh. Ich höre hier ja schon wieder irgendeinen Mob. Zombie. Jupp. Mit verzauberter Rüstung. Aber die hat er doch gedroppt da. Das sind Schuhe gewesen, glaube ich. Keine Ahnung. Das sind aber bloß Kettenschuhe, glaube ich. Chain Legends, ja. Chain Legends Protection 1. Wir behalten die mal, aber ich glaube nicht, dass wir sie brauchen können. Habe ich hier irgendwo eine Kuh gesehen? Möchtest du noch kurz warten mit dem Dungeon? Mach mal ruhig. Also ich hätte gemeint diesen Turm hier, ne? Diesen Hohn. Welchen Hohn? Wo bist du denn? Quasi rechts aus dem Dorf raus Richtung Osten. Niemals ohne. Was? Ich sehe da keinen Turm. Aus welchem Material ist er denn? Aus Sand. Ja, ja, genau. Da, aus Sand, ja, ja. Da war ich gerade, ja, in der Nähe. Da war ja der Zombie unten drin.
Ich wollte nochmal angriefen und dann habe ich Spaß gehabt. Braucht trotzdem eine Kuh. Wir hätten uns gerade vorhin schon eine mitnehmen sollen. Ja, hätten sollen, aber. Ach, da ist aber auch das Nashorn von dir. Nee, jetzt habe ich getötet, mein Nashorn. Oh, es sind noch drei. Ja, bring's mal eben. Eine Kuh, bitte. Nur eine für ein Leder. Wieso kann ich hier keine Kartoffeln anbauen? So, das sind schon fertige Kartoffeln. Okay, dann machen wir das anders. Mach anders. Und zwar lege ich jetzt kurz unsere Dias noch ins Haus. Was mit dem Obsidian und alles. Denn normalerweise findet man Leder auch oder Bücher auch in einem Dungeon. Bei dem Dungeon gibt es nur eins zu beachten. Ja. In dem Turm. Irgendwann kommen wir zur vorletzten Ebene. Aha. Da dürfen wir die Kiste nicht öffnen, bevor wir den Boss nicht getötet haben. Okay, weil? Weil sonst die obere Kiste und die in der zweiten Ebene, wo eigentlich der richtig gute Loot drin ist, weg sind. Was? Weg sind? Ja, die sind dann weg. Das explodiert, weil es ist so, wenn du den Boss geklatscht hast, musst du relativ schnell sein, denn... übrigens mal, wieso laufe ich eigentlich? Man kann sich ja hier aus Rotten Flesh Leder kochen. Wo war ich denn geblieben? Genau, sobald der Boss down ist, explodiert der Turm. Jede Ebene nacheinander. Okay. Bist du eigentlich schon in der Nähe des Turms? Ich bin bescheuert, ich gehe hier raus. Hier ist auch ein Dungeon. Das war, ich dachte mir, was ist das denn hier? Und das ist auch ein Dungeon. Weg hier. Die Höhle nach was? Uns, ne? Ja, ja. Also wie gesagt, sobald der Boss down ist, müssen wir schnell sein, denn... der Turm fällt in sich zusammen, Ebene für Ebene. Okay. Ich habe Knockback 2 in Charting Book. Ja, ist doch gut. Soll ich das auf das Diamond Sword draufpacken? Das zeige ich dir dann wieder. Ja, aber Knockback ist eigentlich nicht so gut, ne? Naja, eigentlich nicht. So, siehst du, und hier haben wir schon im Tower im ersten Stockwerk 10 Leder. Ich weiß gar nicht, wo bist du denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wo der Sandturm ist. Osten, hast du gesagt. Niemals ohne Seife. Ist gar kein Turm. War der nicht im Süden, der Turm? Du kannst dir mal die große Map aufmachen auf M. Ja. Und, mit Rechtsklick kannst du dir Marker setzen. Du siehst doch hier quasi die Koordinaten unten in der Mitte, ne? Ja. So, dann gehst du mal mit der Maus auf 1079. Minus oder plus? Minus. Ja. Und auf 577. Ja, das ist das runde Ding da. Ja, ja, da ist ein Marker. Da kannst du dir selbst auch Marker setzen. Für die, das sind im Prinzip wie Waypoints, ne? Marker Group. Was? Marker X, Marker Y. Ah ja, so, rot. Okay. Oh. Ja, stimmt, da war Leder drin. Habe ich auch vorhin gesehen gehabt, als ich da reingeguckt habe in die Kiste. Ah, da hinten ist ein Wasser. Ja, ja, ich komme schon. Keine Sorge. Wie gesagt, war ich da schon unten drin. Also ich mach's immer so. Hast du Fackeln? Ich habe keine Fackeln. Ja, ja, und außerdem ist das halt. Ich pack alle Items in die untere Kiste, damit ich eigentlich immer relativ viel Platz habe. Und bevor wir die letzten zwei Ebenen machen, muss unser Inventar auch komplett leer sein. Weil? Weil so viele Items da oben sind, dass die sonst nicht ins Inventar passen. Okay. Naja, du, ich glaub dir das machen. Au, au. Bini. Wo will er denn? So, Wupp. Abbauen. Abbauen. Ich komm wieder hoch. Ja, ja. So, nehmen wir das. Also die unterste Ebene bleibt dann stehen, oder was? Die unterste Kiste? Ja. Es bleiben, glaube ich, die letzten zwei oder drei Ebenen bleiben stehen. Okay. Kling, kling. Oh, Spinnen. Oh, gehen wir nicht. Wenn ich dich haue, ist das ein bisschen doof. Und es ist so, in der ganz obersten Kiste sind eigentlich immer fünf goldene... Ich habe mein Schwert weggeschmissen. Nee, das sind die Bossmonster. Weil du hast da gerade einen Boss am Arsch. Dann machen wir kalt. Jupp. So, lass mich mal da hoch, da ist mein Schwert irgendwo. Ich sollte dich nicht hauen, ne?
Ich hab mein Schwert schon auf. Lebst du noch? Alles gut? Ja, alles gut. Bin nur gerade dabei. Ach, du baust die Dinger ab, okay. Ja, klar, immer. Da ist noch ein Zombie. Kriegst du gerade noch Schaden? Ja, ich bin vergiftet. Bottle of Enchanting. Ja, die sammeln wir alle. Willst du die einfach hier oder willst du die mit runternehmen? Ich würde jetzt sagen, noch eine Ebene, dann bringe ich mein Zeug wieder nach unten. Ne? Okay. Wann sehen wir denn, welche Ebene wir sind? Aber egal. Immer wenn quasi oben noch Löcher im Boden sind,